Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Runde der Witcher 3. Wir befinden uns hier in Ochsenfurt und gehen jetzt wieder zum Baron und müssen ihm leider die schlechte Nachricht erzählen. Wobei, er muss sich auch nicht wundern, ne? Weil man weiß, wie er sich verhalten hat gegenüber seiner Tochter und seiner Frau. Mir wird's vibriert, ist. Also das Handy. Und, naja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal Richtung Baron. Und hier ist alles etwas anders. Das ganze Lager ist, glaube ich, ein bisschen befestigter geworden. Weshalb auch immer. Es hat viel mehr Männer des Barons. Der Wind heult. Wieso hat es hier so viele Wachen? Komisch. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Aber wir werden schauen, was der Baron denn von sich gibt. Hier die verbrannte Scheune. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und dann schauen wir mal, wie es denn aussieht. Hier. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ich geb dir gleich Streuner. Na, Baron. Ich bin wieder hier. Nein, nicht. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe ihr die Puppe gegeben. Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem... Oh. Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues. Aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Ja, danke schön. Das ist echt lieb von dir, ne? Weil bis dann. Untersuche alle verbleibenden Spuren im Wählen und finde die Frau des Barons. Nur wo soll ich anfangen damit? Das ist ein bisschen die Frage, ne? Wo soll ich damit anfangen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir echt zuerst noch in den Buckelsumpf gehen. Und was wir aber noch machen können, ist hier kurz das Zimmer von Ciri untersuchen, in welchem sie geschlafen hat. Vielleicht finden wir dort noch irgendwelche Anhaltspunkte. Ciri war also hier. Was haben wir hier? Die natürlichen Unklarheiten von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Was ist hier passiert? Sie müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Sieht ganz so nach aus. Was liegt hier unten? Ein Kreisel. Kreisel. Spielzeug von Gretka. Okay, lies das Buch. Buch, Buch, Buch. Die Unklarheiten von Flüchen. Haben wir es denn? Nekromantie, Hendrix Notizen. Ist das vielleicht bei Quest-Gegenständen? Ja, ist es. An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf La Geuvre, Kulturminister des Königlichen Temedien. Wer da meint, dass sich im Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesen einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Fluchen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind die gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit dem verfluchten Objekt verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältig Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Okay. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Lysima.
Was könnte ein Anhaltspunkt sein, dass sie vielleicht nach Wiesima gegangen ist? Aber wir gucken mal. Die Monster? Alle? Natürlich. Du bist also Gretka. Genau. Du bist Geralt. Genau. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Was hat Ciri noch gesagt? Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Das kann man wohl so sagen. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welchem das Spielzeug habe ich in Ciris Zimmer gefunden? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Stufe 9, verfügbare Punkte 1. Ich bin aufgestiegen. Welchem Freund? Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Okay, das war's wohl. Leb wohl und vielen Dank. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Natürlich tust du das. Und ja, somit haben wir wieder gleich weit. Wir müssen nämlich die Hexen des Buckelsumpfs finden. Du siehst ja fertig. Sonst wird das alles nichts. Oh Gott. Respektive müssen auch die liebe Dame finden. Also, ist die Frage, wo könnte das der Buckelsumpf sein? Und wo könnte vor allem auch die, wie heißt sie denn? Die andere abgeblieben sein? Ich habe ja wenigstens. Habe ich einen Anhaltspunkt? Ich habe einen Anhaltspunkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Wo ist der Anhaltspunkt? Hier. Okay, dann könnte ich eigentlich zum Rückkehrwesen gehen und dann die Herren des Waldes abschließen. Oder wenigstens versuchen abzuschließen. Das wäre eine Möglichkeit. Vorher verkaufen wir noch kurz. Willst du einen Blick auf unsere Waren? Wir jo, will ich. Na, was hast du anzubieten, Junge? Zeig mir was. Da verkaufen wir das hier, das, das hier, das, das, das. Das. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ja, das war's auch schon. Leb wohl. Auf Wiedersehen. Und dann geht's weiter. Vorher gehen wir noch kurz hier in die Charakterauswahl, denn wir haben einen Punkt bekommen. Wir haben einen Punkt bekommen. Und was können wir uns bauen? Ich glaube, ich gehe auf. Bau die Raserei voll aus. Somit haben wir quasi immer langsamer in der Zeit, wenn jemand uns attackt, wenn wir einen Trank genommen haben. Das ist eigentlich ziemlich nice, finde ich. Na, Plötze. Du alter Junge. Die Frage ist halt wirklich, wo ist die Frau des Barons? Aber ich gehe jetzt erstmal in den Buckelsumpf. Jetzt erstmal, oder ich weiß es nicht, ob ich erstmal in den Buckelsumpf gehen soll oder nicht. Habe ich bei dem hier irgendeinen Anhaltspunkt? Habe ich da irgendeinen Anhaltspunkt? Irgendwie nicht, oder? Eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass sie irgendwie hier durchgelaufen ist.
mehr weiß ich irgendwie nicht. Und ich weiß halt auch nicht, was ich da wirklich tun könnte. Von dem her gehe ich jetzt wirklich zuerst mal in den Wald, Herren des Waldes, und guck mal, was ich dort machen kann. Weil ich weiß nicht, wo ich die suchen soll. Aber ich weiß, dass sie dort verschleppt wurde. Das heißt, sie muss irgendwo im Wald sein. Komm her. So bist du hier über... Wieso bist du hier drüben? Ich weiß es nicht. Naja. Okay, also Richtung Buckelsumpf geht es los. Wir sind schon Level 9, das ist eigentlich echt nice. Sind wir doch ziemlich schnell jetzt aufgestiegen. Ich glaube, langsam könnten wir uns auch coole Waffen herstellen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt oder ob wir warten sollen, bis wir noch ein bisschen höher im Level sind. Und das dann herstellen. Ich glaube, das wäre vielleicht fast besser. So gefühlt wäre das wahrscheinlich besser. Weiß nicht, ob das auch so ist, aber ein... Wow. Hi. Tschüss. Mach's gut. Alter, da fliegt sowas rum. So. Hier wären wir. Und das ist anscheinend der Schrein, den wir gesucht haben. Was vorerst speichern wir mal. Und dann schauen wir mal. Das sieht doch nach dem süßen Pfad aus. Aber ganz so süß sieht er dann doch nicht aus. Was haben wir hier? Hier haben wir was. Und hier haben wir was. Und dann geht's hier weiter. Hier. Na gut, dann gehen wir den Pfad entlang und schauen, was da am Ende des Pfades steckt, würde ich mal sagen. Oder? Süßen Pfade entlang. Dann nach dem Pfad entlang folgen. Bis wir zu den Buckelsumpf-Hexen kommen. Was auch immer dort auf uns wartet. Für was sehe ich hier schon ein Häuschen? Knusper, knusper Häuschen. Na, was versteckt sich denn hinter den Buckelsumpf-Hexen? Wir werden es sehen. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich, jetzt endlich ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich suche eine Hexe. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Hat hier schon mal eine aschblonde Frau gesehen? Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Boah, recht hat. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Lebt hier ganz alleine? Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen, aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du?
Mit Schwertern wie ein Bandit. Hm, bist du eine Hexe? Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Ciao. Naja, hübsch. Ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Hm, du sorgst für die Kinder? Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Hm. Wer ist Hansi? Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Hm. Alles sehr skeptisch, ja? Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Oh nein, ich will wieder Kinder suchen. Sind sie vielleicht verletzt? Bitte hilf mir. Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde. Hm. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Dafür wette ich. Und... naja, verschwinden werde ich auf jeden Fall nicht. Sondern... mal schauen, was denn der Junge hier wirklich meinte. Na? Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Bin ich aber. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Hm. Wo finde ich diesen Hansi? Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Dann fragen wir halt die Kinder. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Hm. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Euer Freund hat keine Angst allein im Wald. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Er hat mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Tut euch Oma weh? Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Hm. Wo sind denn ihre Eltern? Frage ich mich. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Ach, Kinderlein. Wollt ihr nicht nur was anderes? Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Ich will was Süßes. Ich auch. Oder Obst. Obst? Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Na gut, das ist eine Idee. Leckereien. Du kannst also welche bringen, mit uns Verstecken spielen oder einfach verschwinden. Hab ich irgendwelche Leckereien? Na gut, spielen wir. Gut, versteckt euch.
Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 4. 18, 19, 20. Zählst aber lange. Es muss versteckt sein. Eckbein, Eckbein, alles muss versteckt sein. Kinderlein kommet. Ja. Da war einmal ein Lachen. Komm raus. Eins haben wir schon mal. Und da haben wir Fußspuren, das heißt, hier ist Nummer 2. Ich wette hier irgendwo hinterm Haus versteckt sich auch noch eins. Hier, aha. Ja, ja. Das haben wir ja gesehen, ja. Das tut man aber nicht. Das tut man aber nicht, Junge. Aber das ist wieder raus. Das ist rausgegangen. Nur wohin? Nur wohin ist er gegangen? Raus. Und dann? Dann? Hier nach hinten? Ah. Lol, ich bin so vorbeigelaufen. Chichi. So, wollen wir Nummer 5? Wo haben wir Nummer 5? Nummer 5, Nummer 5, Nummer 5. Ja. Hi. Ich habe euch gefunden. Jeden von euch. Aber mich als Letzte. Das stimmt wohl. Gehen wir zur Hütte. Ich sage, dass ich mich hab finden lassen, ja? Na gut. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Das ist wohl so. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Sichtlich speziell das Ganze. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Kind, sag doch bitte, was los ist. Oma. Beschäftigt. Wovor hast du Angst? Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wer ist denn Hansi? Hansi hinterher! Wo sind deine Eltern? Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Wo ist Hansi? Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Nein, wenn ich ihn finde. Nicht erfunden. Das glaube ich dir langsam. Ich werde ihm nichts tun.
Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Was werden wir tun? Dann schauen wir mal, ob wir den lieben Herrn finden oder was es auch immer ist. Aber nicht weit entfernt ist es. Auf jeden Fall nicht weit entfernt. Und zwar wirklich nice, sieht das auch nicht aus hier. Aha. Ah ja, okay. Jo. Bin doch nicht blöd. Schluss war ein Hansi, so ein Ertrunkener. Ja. Ich glaube es nicht. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. So. Haben wir den Baum. Wo sind die Spuren von Hansi? Hier. Hier sind die Spuren von Hansi. Such mal, Junge. Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Hier durch. Da liegt ein Ertrunkener da. Oh Junge, geh nach Hause. Geh nach Hause. Geh nach Hause, Junge. Ich will jetzt nicht spielen. Ja, das reicht auch. Wir nehmen den Rest immer nicht mit. Eigentlich haben wir alles, was wir im Moment brauchen. Und hier geht's durch. Hier, hier, ja, 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 hier, 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 hier. Jawohl, ja, 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 hier, hier, hier nach oben. Hier nach unten, hier nach oben durch. Und dann hier. Das ist ein halber, eine halbe Welt, da ist es hier. Führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Lock Hansi aus seinem Bau. Art. Rufen wir einfach, okay. Das ist natürlich einfacher. Hansi? Was ist Hansi? Hab keine Angst. Das ist Hansi. Na, was ist das? Bist du ein Booker? Ein Lutin? Auch kein Lutin. Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Du kannst nicht sprechen? Ein Göttling, der nicht sprechen kann? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Du weißt sicher, was hier alles passiert ist. Du lebst hier? Gemütlich hier, ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Du kannst nicht sprechen. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Du hast die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll mitkommen. Ich verstehe nicht. Soll ich dir folgen? Soll ich dir folgen? Na gut, dann folgen wir dir. Irgendwie geht es mal eine längere Folge wie immer. Nein, habe ich auch nicht. Na gut. Dann
gehen wir mit Hansi mit. Wird eine längere Folge, wie mal. Aber ich habe jetzt Lust zum Spielen und zum Aufnehmen. Verdammt. Jetzt eine längere Folge. Hansi, nein. Hansi, bitte nicht. Vielleicht riecht es gar nicht so lange, aber ich glaube irgendwie schon. Nice. Und da. Honigwabbel. Honigwabbel. Hansi, na Hansi, alles klar bei dir? Und der junge Monsterknochen ertrunken hier. Ja? Nehmen wir jetzt doch mit, weil wir es können. Sind das Pilze? Salatpilze. Ja, mal mitnehmen. Mitnehmen, was wir kriegen können. Was ist denn hier vorne? Sieht speziell. Warte mal kurz. Was ist das hier? Was ist das hier? Abgeschlossen. Ich hatte hier eine einsame Hütte. Man weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich erfahren. Hier also? Ich sehe mich mal um. Begreif! Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Na gut. Auf zum Sims! Dann muss ich wohl hochklettern. Ja, danke. Du suchst das Rabennest. Mhm. Du bist ein guter Junge. Aber fest, auf all. Nee, Spiel speichern. Das hier. Jo, verschreiben. So, hey Junge. Das ist so ein bisschen ein größeres Kaliber. Ich hasse Harping wie die Pest. Komm, runter. Die scheiß Biester. Eine HP weniger. So, noch eine HP. Nice. Wow, du machst Damage, ja? Komm, run. Runter. Jawohl. Und da ist er tot. Gibt's da auch noch Loot? Virenmutagen, Drachenschuppen, Virenhaut und ein Virenei. Ah, ja, kleines blaues Mutagen, Harpienfedern. Und dann hätten wir das. Und was ist jetzt hier oben Schönes? Besiegelte Flasche und Grabenfedern. Wir werden es erfahren. Indem ich hier wieder nach unten geklettert bin. Jetzt hier wieder Schwalbe zu mir nehmen. Hätte ich da Leben bekommen. Oh! So. Was ist los mit dir? Alles klar? Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft! Ach, wie toll das klingt! Peter, Pippel, Pflückprinz, Proximo, Pudrig, Pfeffrige, Ponta-Pastinaken! Fertig gefeiert. Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler, wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilfst du mir auch? Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Jawohl. Wie hast du deine Stimme verloren? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Hm. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Ein bisschen. Kein Stück.
Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hättet ihr nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer Frau mit aschblondem Haar. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern. Alter. Aber es ist bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums. So laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Weißt du das über die Mumen? Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Die Frau aus dem Dorf im Sumpf. Wer ist das? Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sie ist also zum Dorf gegangen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch ist es gefallen und yo, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Runde der Witcher 3. Bye bye Leute und macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschalten.